Dann machen wir jetzt mal zurück in die Base. Und dann würde ich sagen, machen wir uns da dran, jede Menge Flaschen herzustellen, weil die Pulver sollten jetzt auch durchgelaufen sein. Das heißt, wir sollten jetzt jede Menge Flaschen craften können. Also es ist schon ziemlich schwierig, die Base zu finden, wenn das hier alles so voll ist mit Wald. Das ist schon nice, dass das alles respawned ist. Der Baum hier mitten in dem Gehege, der ist nicht so geil. So, aber der greift, der guckt hier gerade durch die Wand. Den müssen wir mal umdrehen, würde ich sagen. Der kann ja nicht rückwärts laufen. So, das heißt, ist die Arbeitsbank voll und der Schrank ist auch voll mit Charts. Das bedeutet, wir brauchen hier oben noch eine Kiste. Für noch mehr Charts. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal eine Kiste. Dafür brauchen wir, glaube ich, Holz. Und Rattan. Und was brauchen wir noch? Heu brauchen wir, glaube ich, auch noch für eine Kiste. Kommen wir mal gucken. Inventar. Den Kiste, ne, Schrank. Keine Ahnung, wie ist das Ding? Oder müsste man das in der Bench machen? Bin ich gerade überfragt. Hier ist die kleine Kiste. Da. Große Truhe. Und dafür brauchen wir Eisen. So, Truhe. Große Truhe, mittelgroße Truhe. Okay. So, machen wir gleich mal zwei von. Wenn wir schon dabei sind. So, ist jetzt gewechselt von da nach da. Dachte, jetzt baut auf einmal was anderes. So, packen wir die mal da rein. Und dann bauen wir oben nochmal zwei Stück hin. Achso, den ganzen Kram kann ich ja wieder reinpacken hier. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, ist da ein Fleisch mit reingekommen. Das muss da wieder raus, sonst stinkt nachher das ganze Rattern nach vergammeltem Fleisch. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist noch unhygienisch und nicht so lecker. Und alles, was wir dann daraus nachher, also alles, was wir daraus nachher herstellen, nach vergammeltem Fleisch müffelt. Das wäre ziemlich ekelhaft. So, dann stellen wir hier nochmal eine Kiste auf. Am besten so, dass ihr nicht durchs Dach guckt. So. Und dann können wir jetzt hier weiteren Schatz reinballern. Das Fleisch schmeißen wir mal raus. So. Sich dann einfach in der Base rum und das vermodert dann so vor sich hin, bis es irgendwann weg ist. Das ist zumindest die Idee. Okay. Und jetzt haben wir alles raus, was mit diesen komischen Charts zu tun hat. Dann haben wir hier noch ein paar Steine und diese Samen. Achso, hier sind noch mehr Charts. Mal sehen. So, dann packen wir die Steine hier noch wieder raus. So, ich will ja noch mal gerne wissen, wie viele wir jetzt haben. Also ungefähr 10.000 Charts haben wir jetzt. Nice. Sehr schön. Also jetzt können wir Flaschen machen. Genau. Wie viele Flaschen können wir machen? Oh, fast 100. Mehr als 100. Fast 200. So, dann machen wir 200. Sehr gut. 147 Flaschen. Nice. So, ich würde sagen, die lassen wir erstmal durchlaufen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die durch sind. So, in der Zeit, wo wir die Flaschen craften, könnten wir eigentlich schon mal Holz in die Forges tun. Jetzt sind wir natürlich überladen. Das ist natürlich blöd. Weil die Glasflaschen, liegen die so viel? Nee. Wir können ja mal versuchen, hier ein paar von die Swiffy zu packen. Würde ich fast sagen, müssen wir hier unten nochmal ein paar mehr Kisten hinstellen.
Weil langsam kommen wir hier in Bedrängnis. Ich würde sagen, dann machen wir nochmal einen Machtbehälter. Zwei Stück, stellen die hinten in die Ecke, dass die beiden hier wegkommen. Und dann können wir hier die Reihe nochmal ein paar Schränke setzen. Weil auch das, was wir hier alles noch so haben, das ist halt alles jetzt voll. So, dann bringen wir die Flasche mal nach oben, setzen da nochmal eine Kiste und die Kiste schon mal voll mit Flaschen. Dann bauen wir jetzt die Vorratskisten. Würde ich sagen, die bauen wir jetzt mal hier in die Ecke. Das ist die gleichen. Ja. So anders aus. So, da steckt sie in der Wand. So steckt sie nicht mehr in der Wand. Okay, das war die erste. Und dann bauen wir gerne mal die zweite hin. So. Dann kommt der ganze Inhalt, der kommt dann da rein. Und die Ressourcen packen wir dann da nochmal wieder rein. So, das heißt, um aus den Flaschen jetzt diese Essenz herzustellen, also das machen wir ja oben an dem Tisch. Dafür brauchen wir jetzt die Charts und was brauchen wir noch dafür? Lass mich überraschen. Magische. Und was ist die? Magische Essenz. Glasflaschen und magische Scherben. Mehr brauchen wir nicht. Das heißt, wir hauen hier einfach die Glasflaschen rein und stellen hier dann die magische Essenz her. Ja, wenn es denn so einfach wäre, dann muss auch noch Wasser rein. So, unser Gewicht ist nicht ganz voll, also gar nicht voll. Das heißt, wir nehmen nochmal alle Flaschen mit, die wir jetzt hier unten haben. Die sind volle Flaschen schwerer als leere? Nee. Das heißt, wenn wir uns vollhauen mit Flaschen, dann kommen wir auf jeden Fall auch zurück, wenn wir sie gefüllt haben. So, hier hat man noch welche reingepackt. So, ich bin gerade hier ein bisschen gucken, ob hier irgendwo Goblins sind, weil ist immer so eine kleine Überraschung, wenn die dann auf einmal kommen. Aber soweit gut aus. Jetzt regnet es auch, das ist auch gut. Das heißt, ich fülle da mal die Flaschen. Ach, das geht auch im Inventar. Das ist ja geil. Einfach rechts draufklicken. Sehr schön. So. Dann haben wir alle Flaschen, die wir mitgenommen haben, gefüllt. Können wir eigentlich schnell zurücklaufen und die anderen Flaschen auch nochmal füllen. Die wir oben in der Kiste haben. So, dann tauschen wir hier einmal. So, gehen wir mal raus. Und füllen auch nochmal die restlichen Flaschen. So. Dann haben wir das. Können wir daraus jetzt diese Essenzen herstellen. Irgendwo gammeltes Fleisch mit reingeballert. So, das heißt magische Essenzen. Alle herstellen. Und das Taumatologie-Level, das steigt. Da haben wir gleich Level up. Das ist sehr schön. So, damit können wir die nächsten Essenzen herstellen. So, jetzt mangelt es bestimmt an Glasflaschen. Okay. Das ist ja kein Problem. Haben wir noch mehr von. So, und ab dafür. Was ist mal für ein Geräusch hier, dieses Brrr, Bup. So, dann können wir die hier unten auch wieder rausnehmen aus dem Inventar. Ein paar müssen wir drinnen lassen, weil wir wollen auch ein bisschen trinken zwischendurch. Ich würde sagen, 5 sind in Ordnung. Dann packen wir hier wieder. Achso, die Zauber hatten wir ja auch noch da drin. Äpfel, die Fee, die Regeneration.
noch mehr Äpfel. So, ich würde sagen, so ist in Ordnung. Dann hauen wir die Flasche nochmal rein. Jetzt fehlen wahrscheinlich die, genau, die Scherben fehlen jetzt. Aber das ist ja kein Problem. Da war ja irgendjemand so nett und hat uns einen ganzen Schrank voll gemacht. Nicht nur einen, sondern gleich zwei Schränke. Es kommt irgendwie, wenn man anfängt hier was herzustellen, das Geräusch. Oh, Rang 4 gleich. Zaubergenerator und der kleine Zauberturm. Zauberturm-Munition. Und das war's. So, die Essenzen sind auch fertig. Das heißt, jetzt brauchen wir wieder Glasflaschen. Ein paar haben wir noch. So, und... Achso, brauchen wir hierfür denn auch Flaschen? Glasflaschen? Ne, dafür brauchen wir nur Essenzen. Und dafür brauchen wir die Elemente. Okay. Alles klar. Dann machen wir nochmal den Rest. Ach doch. Sagen, wo ist denn der zweite Stack davon? Wurde gar nicht mehr. Okay, alles gut. So, weiß nicht, Rattern und Holz gehört hier wohl nicht rein. So. Jetzt stehen wir vor der nächsten Herausforderung. Ja, packen wir es erstmal wieder rein. Was wollen wir denn jetzt überhaupt machen? Wir wollen machen. Das nicht. So, wir haben hier den kleinen Zauberturm. Also dafür brauchen wir Kupferbarren, magische Essenzen und Steine. Das ist einfach. So, einen Generator haben wir. Was ist das hier? Ein Beschwörungspool. Ein stärkender magischer Pool. Das heißt, dass magische Magier, mächtige Magier, sich die in diesem Pool gefangenen Seelen zunutze machen können, um Vertraute ins Diesseits zu beschwören. Aha. Das ist ja sehr vielaussagend. Hört sich so ein bisschen nach Doom an. Wo die nicht vertraut sind, die man da kriegt. Aber egal. So, die Essenz des Elements Feuer wird mit der Zauberzutat und wird als Zauberzutat und zum Antrieb von Zaubergeneratoren verwendet. Aha, also das brauchen wir, um die Generatoren anzutreiben. Das heißt, hier in dem Generator ist etwas drin, und zwar Dunkelessenz. Und das macht man dann mit diesem Dunkelstein. Wo kriegt man denn diesen Dunkelstein her? Das ist eine gute Frage. Die könnte uns wohl der Mo beantworten. Der aber leider nicht da ist. So, das heißt, ich würde sagen, wir bringen mal den ganzen Kram hier runter, der hier nicht hergehört. Und dann müssen wir nochmal Steine mitnehmen. Können wir hier nochmal einen Turm bauen? Hier noch Steine drin, jawohl. Und dann nehmen wir auch nochmal ein bisschen Kupfer mit. Oh, hä? Was passiert? So, und dann können wir nochmal Metalle suchen gehen, beziehungsweise farmen gehen. Nur die sind, wissen wir ja, brauchen wir ja nicht suchen. Weil dann können die Öfen nämlich noch ein bisschen weiterarbeiten. So, das heißt, davon können wir dann zwei herstellen. Dann bestimmt wieder Taumaturgie, jede Menge. 80% haben wir. Und 95, okay, also 15%. Leveln können wir auch nochmal, das heißt, wir nehmen nochmal ein bisschen Gesundheit mit. Und ein bisschen Ausdauer, würde ich sagen. So, dann sind wir schon Level 55. Da haben wir nochmal zwei Türme, die wir irgendwo hinstellen können. Brauchen dann aber eigentlich noch... irgendwie was man da rein macht. Weil in die Türme kommt ja auch noch irgendwie so ein Zeug rein. Achso, da kommt diese Zauberturm-Munition. Ah, okay. Das heißt... Da sind ja mehr als 100 drin. Das heißt, wenn wir hier irgendwie mal die zwei... Oh, wir müssen die Axt reparieren. Wenn wir hier nochmal zwei Türme hinstellen. Einen hier. Den anderen irgendwie hier. Ein bisschen auf die Foundation. So. Dann könnten wir eigentlich hier erstmal die 90 rausnehmen. Die aufteilen auf die beiden. Dann sind die zumindest schon mal an. Ja, die Kacke hier mit dem... komm, lass dich auswählen. So, Hälfte rein. Denn einschalten.
Ziel nur für Spieler oder gezielte Kreaturen? Jawohl. Elementare Abstimmung. Achso. Wie war das? Dunkelzauber ist welcher? Der da? Okay. Schaden 75. Angriffsreichweite 4500. Munitionsverbrauch 1. So. Das heißt, der ist auch an. Und das machen wir auch nochmal mit dem hier. Einschalten. Zack. 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 Okay. Sehr gut. So, dann haben wir schon mal zwei Türme mehr hier. Das heißt, jetzt fehlt noch auf dieser Ecke fehlt noch ein Turm. Und wäre gut, wenn wir hier irgendwie noch eine Foundation hinkriegen. Weil wir stellen hier einfach noch eine hin, die ein bisschen weiter unten steht drin. Dann haben wir zumindest die Seite abgedeckt. Die Seite haben wir auf jeden Fall auch abgedeckt. Und dann müssen wir vielleicht hier nochmal auf die Ecke einen hinstellen oder so. Weiß nicht genau. Steht hier vorne eigentlich schon einer, ja. Munition ist hier denn drin. Achso, das sind auch 192 drin. Also hat Mo überall 192 reingepackt. Ne, nicht überall. Gut. Ja, es wird doch langsam. Stehen auf jeden Fall schon einige Türme hier rum. Aber die sind ja auch nicht so schwer herzustellen. Aber so viel Schaden machen die halt auch nicht. Also, wahrscheinlich müssen wir da noch ein paar mehr hinstellen. Ich habe schon die Fee vergessen. So. Dann gucken wir mal. Was fehlt jetzt? Steine. Dann holen wir nochmal Steine. Mir ist das ein bisschen blöd, hier immer so hin und her zu laufen. Ob man das irgendwie noch ein bisschen besser machen könnte? Gerade überlegen. Aber man braucht ja zwei. Also unten braucht man braucht zwei und oben einen. Das heißt insgesamt vier. Eins, zwei, drei. Dass man oben einen hat. Aber hier geht's halt nicht, weil da vorne ist der Balkon. Na, schwierig. Müssen wir so viel umbauen wieder. Naja. Ich glaube, bis wir das umgebaut haben, haben wir auch die Zeit raus, die wir die restliche Zeit im Let's Play hier die Treppe hoch und runter laufen. Also ich glaube, das tut sich nichts. So, dann bauen wir davon nochmal drei Stück. Und dann müssen wir mal zusehen, dass wir irgendwie an diese Munition kommen. Achso, dafür brauchen wir nur Essenzen und Kupferbarren. Das heißt, 10 Essenzen und 50 Kupferbarren ergeben was? Eine Munition? Wir haben jetzt keine drin, ne? Nee. Jetzt, wenn ich das mal herstelle, wie viel Munition kriegen wir denn? 100. Ist ja günstig. Okay. Ist ja irgendwie gar kein Problem. Mir ist alles schlimmer vorgestellt. Dann nehmen wir noch ein bisschen Kupfer mit. Und dann machen wir noch ein bisschen Munition. Ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lol. That's easy. Easy peasy. Gut, dann würde ich sagen, um das den Verbrauch dann wieder aufzufüllen gleich, gehen wir noch ein bisschen Kupfer farmen. Oder ich alleine, ohne euch. Natürlich. Langweilig. Und dann können wir vielleicht nochmal unsere Schmelzerei ein bisschen aufbohren. 5, 6, 7, 8. Oh komm. In den letzten 300 auch noch. Krass, krass. So, dann haben wir aber auch fast alle Flaschen verballert, die wir eben hergestellt haben. So. Ich würde sagen, wir haben sogar alle Flaschen verballert, weil ein paar von diesen Essenzen waren da ja noch drin. War ja nicht komplett auf Null. Das heißt, wenn wir jetzt in jeden Turm erstmal 200 reinpacken, gucken wir, was überbleibt. Oh, 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 oh. Warte, Taste. Nicht gut. Nicht D drücken. D ist doof. D wie doof. So. Dann hatten wir hier noch zwei Türme. Die haben wir eben aufgestellt. Zack.
du lässt dich von hier bedienen, genau. Dann den nächsten. Okay. Der hatte schon fast 200. Und hier packen wir auch nochmal 200 rein. So. Dann haben wir jetzt alle Türme, die jetzt standardmäßig hier schon standen. Die haben jetzt 200. Ich weiß nicht, der auf dem Balkon, wie viel hat der? Das ist eine gute Frage. Das gehen wir mal schnell gucken. Na, ich glaube, die können wir mal auflassen, die Tür. Hier unsere Glaskugel, um in die Zukunft zu gucken. Oh. Die hat dann auch 200. Und dann haben wir jetzt noch... Also zwei Türme können wir noch ganz voll machen. Wie viele Türme haben wir noch? Drei haben wir, ne? Ja. Dann müssen wir eigentlich nochmal 100 Munition machen. Okay, 200. Das heißt, wir holen nochmal 100 Kupfer von unten.